Willkommen back zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens für den PC. Wir gehen mal zu Snape. Aufgepasst! Heute befassen wir uns mit der Herstellung eines der nützlichsten Zaubertränke überhaupt. Dem Mega-Power-Trank. Potter, du kannst es sicher kaum erwarten, der Klasse zu zeigen, wie man den Trank mischt. Komm sofort her. Ich kann nicht so viel, ich mag Snape. Mit dem Mega-Power-Trank kann man seine Kraftreserven auffüllen. Bereits eine einzige Flasche reicht aus, um die ärgsten Wunden zu heilen. In dieser Truhe befinden sich die zwei Zutaten für den Mega-Power-Trank. Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Baum. Nimm sie raus. Ach, dafür brauche ich die beiden Sachen. Hallo! Gehe nun zum Kessel und bleib mit den Fingern aus dem Trank, sonst können wir das Zeug wegkippen. Seht genau zu, wie Potter die Zutaten in den Kessel wirft und sie umrührt. Vorsicht, Potter, sonst zieh ich dir Hauspunkte ab. Der Mega-Power-Trank ist fertig. Drücke die Leertaste, um davon zu trinken. Setz dich wieder hin, Potter. Diejenigen unter euch, die besonders abenteuerlustig oder sagen wir lieber dämlich sind, werden sicher ihren eigenen Mega-Power-Trank herstellen wollen. Aus diesem Grund stehen überall in Hogwarts solche Kessel herum. Nur in diesen Kesseln kann man Mega-Power-Trank zubereiten. Auch die Zutaten, Flubberwurmschleim und Rinde vom Mega-Power-Baum, könnt ihr in Hogwarts finden. Nun werde ich euch etwas über die Gewinnung von Flubberwurmschleim erzählen. Vor dieser Stunde dachte ich, ich wüsste bereits alles, was ich über Flubberwurmschleim wissen wollte. Und so war es auch. Nun, ich fand seinen Vortrag teilweise sehr interessant. Gehen wir lieber, bevor Snape rauskommt. Komm. Komm zu mir. Was wird denn diese beruhigende Stimme? Lass mich dich zerreißen. Was war das? Was war was? Diese Stimme. Sie kam von dort. Komm. Ich wollte unten eigentlich noch langlaufen, Harry. Jetzt rennt er wieder durch die Gänge. Einmal quer durchs Schloss. Rennen. Oh, okay. Bevor wir da hinrennen. Oh, hier haben wir Katze. Das ist unheimlich. Unheimlich? Was ist los? Gar kein Ausdruck. Da kommt Malfoy. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht! Ihr seid die nächsten Schlammblüter! Sie wurde versteinert. Doch wie, kann ich nicht sagen. Nun möchte ich alle bitten, in ihre Schlafsäle zurückzukehren. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Nun komm schon, Harry. Professor Dumbledore hat recht, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Alle in Hogwarts waren entsetzt über den Angriff auf Mrs. Norris und die mysteriösen Worte an der Wand. Gerüchte und Spekulationen machten die Runde. Der Angriff schien sich besonders auf Hermine auszuwirken. Ron und Harry waren sich sicher, dass sie irgendetwas ausheckte. Aber was es auch immer war, Hermine verriet ihnen kein Wort. Sollte Hermine was aushecken? Wir müssen zum Zauberkunstunterricht, Harry. Und ich hab da so eine Idee. Was für eine Idee? Wir sollten Professor Flitwick nach der Kammer des Schreckens fragen. Er müsste eigentlich etwas darüber wissen. Gehen wir! Nein, halt, stopp. Bevor wir jetzt da runtergehen, gehen wir jetzt erst einmal runter. Ich will einmal in den Zaubertrankunterricht.
Und will einmal da die Kisten aufmachen. Da geht es zu den Kerkern. I know, Harry, und da gehen wir jetzt auch hin. Da war Snape sein Büro. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Ich habe keine Dinger zum Handeln. Bin im Klassenzimmer für Zaubertränke. Ich sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Was passiert, wenn ich jetzt mit Snape quatsche? Ach, guck mal da. Hier. Was passiert mit ihm, wenn ich... Oh, warte. Komm, Snape. Hallo. Lust ein wenig mit mir zu handeln? Ich werde dich im Auge behalten, Potter. Hab ich ihn hinterher... Dreht er sich jetzt? Okay, jetzt will ich wissen, wo der hingeht. Jetzt bin ich ja gespannt. Ich bin Snape noch nie hinterhergerannt. Geht der denn hin? Verschwindet der jetzt gleich unsichtbar hinter der Tür an, oder was? Spionier nicht an Orten herum, an denen du nichts verloren hast. Ah, er läuft. Okay, er läuft. Läuft er den gleichen Weg wieder zurück? Oh nein. Er geht da lang. Dreht er sich jetzt wieder um? Ist wirklich wie eine riesige Fledermaus. Fällt mir das erste Mal auf. Ich finde aber nicht, dass das irgendwas Schlechtes ist. Schon unheimlich, wenn der da so durch die Kerker läuft. Ah, wie kann man sich da wohlfühlen? Kerker sind doch kalt und nass und feucht und... Oh, ne, nichts für mich. Gehen wir mal zum Zauberkunst. Aber wir kriegen sowieso keine Dinger mehr. Und mal hier mal gucken. Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Boah, Slytherin hat bis jetzt die meisten. Dann müssen wir mal nach dem Unterricht mal gucken, ob wir nicht doch noch die meisten Punkte kriegen. Nach der Zauberkunstunterricht. Hast du Lust auf einen Handel? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel. Was verkaufst du denn? Ach so, die hat er. Ich habe eine silberne Bildkarte. Sie färbt garantiert nicht ab. Du musst es wissen, Harry. Die sind alle so teuer. Hast du? Oh, tut mir leid. Ich habe gerade meine letzte Ware verkauft. Gehen wir mal Hermine hinterher. Beeil dich, Harry, sonst kommen wir noch zu spät zum Zauberkunstunterricht. Ich komme ja schon, Hermine. Ach Quatsch, wir kommen nicht zu spät. Warum sollten wir? Ich habe gerade meine letzte Ware... Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Mit ihr wurde noch nie gespielt. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Okay. Hallo, Lust ein wenig mit mir zu handeln? Ihr habt im Kopf gehabt, hallo, schon ein bisschen Lust mit mir zu spielen. Weil der vorher was anderes gesagt hat. Alle Hurra!
Machen wir das hier mal auf. Also ich muss... Schaffe ich das eigentlich überhaupt, alle Weltkarten zu kriegen, so voll wie das Ding hier ist? Ich glaube zwar nicht dran, aber... Ach, da oben ist noch eine. Warte mal. Warte mal. Die sehe ich ja jetzt erst. Bin ich da oben dran? Schon. Wir haben uns schon fast richtig gut. Das ist das Klassenzimmer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. War ich auch schon? Kann ich die Bäder irgendwie verhexen, dass sie hässlicher aussehen als vorher? Was ist denn hier los? Verzeihung! Ich dachte gerade schon. Ach, da oben. Was war das denn? Flipendo! Ich finde dieses Bild hier immer noch ikonisch. Das ist so gut gemacht, finde ich. Komm ich hier durch? Ich frage mich, warum diese Tür verschlossen ist. Schade. Ja, ich finde das auch schade, dass sie verschlossen ist. Mal gucken, ob ich diesen Bug hin... Flipendo! 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 Oh. Okay, das war jetzt widerlich. Oh, da ist eine Bildkarte. Oder eine Bildkarte? Ja. Am Ende des Spiels nehme ich mir vor, euch die Karten vorzulesen. Also alle, die wir dann gefunden haben oder alle, die es dann gibt. Bis jetzt sammle ich die nur. Guck mal am Ende. Da gucken wir mal und lesen mal alle vor. Muss ich doch nochmal nach oben fahren. Wie da oben noch eine silberne ist? Alle Hamora! Alle Hamora! Ja! Gott! Schade! Kann den da oben nicht kriegen. Komm ich wahrscheinlich irgendwie anders hin, dass ich da irgendwie runterspringen muss oder so. Waren wir da schon drin? Eigentlich waren wir da schon drin, aber da lag noch eine... Oh, hier ist die... Der Flur. Das fehlt. The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the beware became. Oh, willkommen im Zauberkunstunterricht. Heute lernen wir den Entschleimzauber. Ja, Miss Granger. Ich frage mich, ob Sie uns nicht etwas über die Kammer des Schreckens erzählen könnten. Mein Fach ist Zauberkunst, Miss Granger. Nicht Mythen und Legenden. Bitte, Professor. Wir wollen es alle wissen. Ja, wie ihr wollt. Hogwarts wurde von 4 Personen gegründet. Godric Gryffindor,
Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff und Rowena Ravenclaw. Ich hätte besser gefunden, wenn Slytherin Gondelin das erzählt. Wollte nur Schüler aus magischen Familien in Hogwarts aufnehmen. Die anderen drei Gründer waren damit nicht einverstanden und Slytherin verließ die Schule. Ja, Miss Granger? Er baute eine Kammer in das Schloss ein, von der die anderen Gründer nichts wussten. In der ein riesiges Monsterhaus, das die Kammer bewacht? Die Legende besagt, dass Slytherins Erbe komme, um die Kammer zu öffnen und den Schrecken im Inneren zu entfesseln. Und alle, die nicht aus einer magischen Familie stammen, sollen dann von Hogwarts verwiesen werden. Das ist natürlich alles Unsinn. Begeben wir uns lieber zurück in die Realität. Harry, kommst du bitte nach vorn und versuchst mal, den Entschleimzauber anzuwenden? Ach, schön. Gerne, Professor. Wie begeistert er sich gerade angehört hat, als Hermine ihn gefragt hat. Ob er das... Vergiss all den Unsinn über die Kammer des Schreckens. Konzentriere dich lieber auf das Symbol vor dir. Ja, mal gucken, der Zauberstab bewegt sich über das Symbol. Wenn der Zauberstab sich über einen Pfeil bewegt, musst du die entsprechende Pfeiltaste drücken. Diese Herausforderung besteht aus drei Übungen. In allen drei Übungen musst du die angezeigten Pfeile treffen. Bist du bereit? Nein. Übung 1. Fang an. Schön die Musik, weißt du, von dem Gnomen dahinter. Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 5 Punkte für Gryffindor. Übung 2. Fang an. Okay, das geht ja noch. Was habe ich gerade gesagt? Versuch es nochmal. Ich sollte einfach nur eine Klappe halten. Gib jetzt nicht auf, Harry. Du hast es fast geschafft. Ich drücke mal das Falsche. Versuch es nochmal. Ich bin... Mein Gehirn sitzt bei den letzten Malen immer aus. Versuch es nochmal. Ob man das auch weniger Punkte kriegt, umso öfter man dafür braucht? Gib jetzt nicht auf, Harry. Du hast es fast geschafft. Ich weiß nicht wieso, aber beim Links und Rechts... Gut gemacht, Harry. Du kannst nun mit der nächsten Übung fortfahren. 10 Punkte für Gryffindor. Herzlichen Übung Dank. 3. Oh Gott. Fang an. Prima! Du hast alle Übungen erfolgreich abgeschlossen. Das ist nicht so schwer. 15 Punkte für Gryffindor. Gut gemacht, Harry. Du beherrschst nun den Entschleimzauber. Jetzt wollen wir mal sehen, was du bisher alles über den Entschleimzauber gelernt hast. Ich wusste nicht mal, gibt's den überhaupt, den Entschleimzauber? Willkommen bei der Entschleim-Herausforderung, Harry. Um diese Herausforderung erfolgreich abzuschließen, musst du den Stern der Vollkommenheit aufsammeln. Du findest ihn einige Stockwerke tiefer. Einfach von oben runterfallen. Hol dir den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich. Springt die Uhr auf Null, bevor du ihn hast, gilt die Herausforderung als verloren. Auf deinem Weg wirst du noch weitere Sterne finden. Und den blutigen Baron. Hebst du sie auf, erhältst du Zeit- und Punkteboni. Ich empfehle dir, alle einzusammeln. Versuche, den Stern der Vollkommenheit so schnell wie möglich zu finden. Je mehr Punkte du am Ende der Herausforderung hast, desto mehr Hauspunkte bekommst du. Slytherin!
Plasma ist eine eklige grüne Substanz, die von manchen Geistern zurückgelassen wird. Manchmal werden so Durchgänge und andere Öffnungen unpassierbar. Mit einem Entschleimzauber kannst du das Ektoplasma entfernen. Ich bin einfach zu versaut. Ich habe einfach... Vergiss das. Das ist eigentlich... Oh, bei ihm habe ich nur 1900 Sekunden. Oh, das ist... Oh, shit, muss ich mich heranhalten. Kann ich einfach rüberspringen? Mal gucken, ob wir hier alle Dinger finden. Ich würde gerne alle finden. Irgendwas? Nein, hier ist nichts. Du kannst den Entschleimzauber auch verwenden, um mit Ektoplasma verschleimte Gegenstände zu reinigen. Hm. Entschleime! Ich will nichts zu sagen, aber die Geister hören sich immer noch gruselig an. Jump! Sehr gut. Ektoplasma wirkt sich negativ auf deine Kraft aus. Je länger du mit Ektoplasma in Berührung kommst, desto mehr Kraftpunkte verlierst du. Okay, halt, stopp, warte mal. Dass nicht der pickelige, plumpe, bummelige Potter ist. Alle hässlichen Wörter fangen mit P an. Boah, Gott, Piefs. Entschleime! Alter, Entschleime! Geil, wie der einfach abhaut. Ist hier sonst noch was? Okay, das haben wir. Entschleime! Sehr gut, dann haben wir noch einen Stern. Muss doch mal was nachgucken gehen. Das irritiert mich doch ein bisschen. Alter. Natürlich, da komme ich nicht mehr lang. Okay. Die Tür ist in die Richtung, also... Ich habe gerade geguckt, warum da hinten so eine verschlossene Tür ist. Das ist nämlich auch noch ein Raum.
Warte mal, ist das der Raum, den ich gerade gesehen habe? Okay, es ist der Raum, den ich gerade gesehen habe. Unten sind auch noch... Und auch noch Bohnen. Flipendo! Flipendo! Ah! Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Okay, dann kommen wir da durch. Hallo, Homo! Ich will ja nichts sagen, aber die hören sich ein bisschen gruselig an. Da ist die Frau, die den selbst umrührenden Kessel erfunden hat, oder diesen Käse? Danke. Hier habe ich alles, oder? Ja, nicht, dass ich hier. Ich will hier ungern was vergessen. Kann ich dich nochmal anhexen? Kann ich nicht nochmal anhexen. Hey. Da ist noch eine Bildkarte. Ach, Bildkarten. Da war Licht. Ist doch nicht. Ich höre wieder so eine Feuerkrabbe. Warte mal. Oh, falsche Richtung. Mal, mal gucken, was passiert, wenn wir das da drauf packen. Kommt da sonst nicht hoch? Warte mal. Ich wollte gerade sagen. Komm da doch wohl dran. Nicht da unten lang? Nein, kann ich nicht. Wo ist denn das Viech jetzt? Hallo! Flipendo! 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 Oh, das war aber knapp. Flipendo! Flipendo! Oh, gut. Bist du jetzt mies gewesen? Ich gehe nicht davon aus, dass da unten noch irgendwas ist. Das war's? Das ist ein Wichtel aus Cornwall. Wichtel sind wirklich lästige und nervtötende Kreaturen. Wenn sie dich erwischen, beißen sie dich. Also nimm dich besser vor ihnen in Acht. Mit Recto Sempra kannst du sie betäuben. Oh ja. Recto Sempra! Hallo, Bruder! Hallo, Bruder! Ich hab jetzt gedacht. Mal im Guck. Wo war hier Alohomora? Irgendwie muss hier noch irgendwas sein. Alohomora!
Okay, wo ist Lumos hier? Hier, hier, hier ist es doch, oder nicht? Kann ich da runter? Doof. Als euer Ernst? Wir kriegen mal Stoffgas hier. Wir müssen den ganzen Scheiß normal machen. Schleim. Okay, sie bewegt sich meiner Meinung nach ein bisschen zu langsam. Oh, jetzt haben wir die Tür auf. Das haben wir schon. Alle Aurora! Alle Aurora! Wissen wir, Wichtel? So, nun was haben wir? Alle Aurora! Ein Schleim! Ich hoffe, der Lumos bleibt zu lange. Wir haben hier den 6. Stern. Schön, noch eine Bildkarte. Ich glaube, alle zehn Dinger kriegen wir Leben. Du. Oh Gott. Oh Gott. Da oben oder so? Ah, im Koffer hätte ich jetzt auch gedacht, da ist was drin. Flipendo! Warte mal. Oh. Okay, warte mal.
ist doch bestimmt irgendwas, was ich drauf packen kann. Ja, ist es. Gut. Oh, hi. Das ist ein Gnom. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.